Das Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Johannes Scherer. Einen schönen guten Morgen, und von Martin Wettergut kann man immer noch was lernen. Das hätte ich auch nicht gedacht, aber dank dir, Martin, weiß ich jetzt, was ein Staubteufel ist. Ja, tolle Sachen hier. Tolles Wetterphänomen, das kann man sich sogar anschauen. Es gibt ein Video von einem Staubteufel, das ist nicht von Vorwerk, sondern vom Wetter gemacht. Und zwar steht das Video in Web und App. Es sieht aus, man könnte denken, es ist so ein Tornado, was da ein FFH-Hörer gefilmt hat über einem Acker in Pfungstadt. Aber Martin, du erklärst in diesem Video sehr schön, das ist, ja, das ist ein Staubteufel. Und man, ja. Richtig. Hast du verstanden, wie er entsteht, Julia? Naja, Martin erklärt es da ja, ne? Also Wind weht die einfach die Erde auf, und dann entsteht so ein Wirbelschlauch, ne? Ja. Und Staubteufel kommen ja bei schönem, warmem Wetter häufig vor, sagst du, Martin, aber in der Größe schon außergewöhnlich. Also hoffen wir einfach, das dass der Tag ohne viel, ja, genau, Wirbel startet. Ja, gut, ein bisschen Wirbel. Also ehrlich gesagt, in der Wohnung hätte ich ihn heute früh gebrauchen können, so ein Staubteufel. Aber der ist ja nie da, wenn man ihn braucht, sondern immer nur dann da, wenn man ihn nicht braucht. Schauen Sie sich's an, vielleicht lüftet das Ihre Wohnung ein bisschen durch. FFH, das Wetter. Heute mit dem bisher heißesten Tag des Jahres, und das geht hoch auf 29 bis 36 Grad. Das ist für Mitte Juni schon wirklich extrem, was da an Hitze auf uns zukommt. Schon jetzt liegen die Temperaturen stellenweise über der 20 Grad Marke, hauptsächlich im südlichen Hessen. Und das geht jetzt im Laufe des Vormittags mit Hilfe der Sonne natürlich ganz nach oben, ganz weit nach oben. Eben bis 36 Grad sind drin. Selbst in Nordhessen sind es noch 3 oder 34 Grad. Und lediglich in den Mittelgebirgen, da weht noch ein bisschen kühlerer Wind, da erreichen wir die 29 Grad. Also heute ein sehr heißer Tag, dazu viel Sonne und so gut wie keine Gewitter. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Hessen. Guten Morgen Hessen und Stripp. Also das ist jetzt keine Aufforderung, dass Sie sich nackig machen sollen, sondern Stripp, so heißt der neue Song von Lena Meyer-Landrut. Yeah. Lena meldet sich genau mit diesem Teil zurück, und wir freuen uns sehr, dass wir sie heute früh in Guten Morgen Hessen hören. Guten Morgen! Ich war ja super gespannt, als es endlich wieder was Neues von dir gab, deine neue Single. Dann habe ich die laufen lassen und denke erstmal so, oh, eine Orgel. Und dann geht das Ding richtig los. Das ist sowas, wenn du so im Sommer am Lagerfeuer sitzt, wenn man so richtig gut drauf ist, sagt, mach mal so eins, was richtig fetzt, hätte man früher gesagt, dann wäre das Ding. Würdest du mir zustimmen? Ja, total. Also für mich war es total wichtig, dass er gute Laune macht, der Song. Aber nicht, dass es irgendwas Albernes wird, sondern trotzdem, dass es einfach ein schöner, gute Laune-Popsong ist. Und mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Kommt auch bei den FFH-Hörern extrem gut an. Ist ja einer der meistgewünschten Songs bei uns. Also großes Kompliment. Sehr coole Nummer. Danke. Und in dem Song geht es ja darum, Lena, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ne? Auch einfach, ja, durchzuatmen, eine Pause zu machen. Und genau das hast du auch gemacht. Also, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie war der Schritt zurück? Warst du vielleicht auch irgendwie unsicher, ob die Leute dich oder auch den Song noch hören wollen? Total, auf jeden Fall. Also ich hatte damit auf jeden Fall zu kämpfen, ganz besonders einfach wegen der langen Pause. Was für Gedanken man sich da alles macht. Will mich überhaupt noch irgendjemand hören? Wird das jetzt gespielt? Was muss ich jetzt dafür tun, dass ich irgendwie wieder am Start bin und so? Und das ist auf jeden Fall ein totales Thema. Ich habe den Song gestern zum ersten Mal im Radio gehört und war so, oh mein Gott, ja, sie spielen es wirklich. Und ja, freut mich natürlich auch sehr, dass sich das Leute wünschen. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Feedback bekommen und gelesen ganz viele Eltern, die mir schreiben, meine 5-jährige Tochter findet das total toll und tanzt dazu. Und das freut mich natürlich megamäßig. Für mich ist es immer ein richtig guter Radar sozusagen, wenn Kinder den Song gut finden, dann dann hat man was richtig gemacht. Das stimmt. Finde ich. Ja. Davon wird sich jeder jetzt auch überzeugen können. Ich glaube, Lena wird jetzt daheim wieder ausrasten, weil es im Radio kommt. Wir spielen nämlich Strip, Lenas neuen Song, jetzt in voller Länge. Und in der Stunde erzählst du uns auch noch, dass du ja während deiner Pause sogar mal kurz überlegt hast, die Musik an den Nagel zu hängen. Guten Morgen Hessen. Mit Julia Nestle und Johannes Scherer. Bei Hitradio FFH. I need a lot less drama. Es ist Guten Morgen Hessen bei FFH. Es ist 6:07. Der Terminator würde jetzt sagen,
I'll be back. Ja, es geht um Lena Meyer-Landrut. Sie ist wieder da mit einem ganz großartigen neuen Song. Hören wir natürlich auch heute früh in Guten Morgen Hessen. Jetzt hast du uns, Lena, vor einer Stunde ja schon verraten, dass du nach deiner langen Pause unsicher warst, ob der Song und auch ob du noch gut ankommst. Und genau darum geht's ja auch in Strip, in dem neuen Song, um diesen Druck, den du dir immer wieder selber machst, beziehungsweise, dass man sich immer so unnötig Gedanken macht. Genau, deswegen habe ich ehrlich gesagt auch wirklich einfach mal diese Pause gemacht, weil dieser Druck, der war wirklich bei mir vorher extrem. Also, dass ich echt immer gedacht habe, so, ich muss sofort das nächste Projekt in der Pipeline haben und in der Planung. Und eigentlich auch das Projekt, das danach schon kommt, muss ich eigentlich auch schon wissen, was es ist. Ja. Das war auf jeden Fall für mich jetzt gerade mal eine Zeit, wo ich echt mal sagen konnte, hey, ich mach mal gar nichts und ich mache so lange Pause, bis ich keine Pause mehr machen will. Wie lange hat es gedauert, bis du eine Pause von der Pause haben wolltest? Also, wir haben ja mit vielen Stars hier bei FFH auch in der Zeit gesprochen, die gesagt haben, hier, wir hatten zwischendurch den Kanal sowas von voll, wir wollen einfach nicht mehr. Mhm. Wann ist dir so im Lockdown die Decke auf den Kopf gefallen? Also, ich glaube, sehr viel später als bei vielen anderen. Ich würde sagen, im Februar dieses Jahr. Also, ich habe richtig lange einfach total die Ruhe genossen und wirklich einfach war ganz, ganz glücklich damit, ja, so davon zu befreien, irgendwie in dem Laufrad zu sein. Es hat echt lange bei mir gedauert und ich habe es echt durchgezogen, fand's richtig gut. Hätte es jetzt theoretisch auch passieren können, dass du gesagt hättest, so Freunde, ich war jetzt lange genug von dem ganzen Business weg, ich brauche das überhaupt nicht mehr. Hätte auf jeden Fall sein können. Also für mich ist es definitiv eine Phase auch gewesen, wo ich auch das hinterfragt habe, wo ich einfach gedacht habe, macht mich das glücklich oder nicht? Und wenn mich das glücklich macht, dann mache ich das weiter. Und wenn nicht, dann vielleicht sollte ich mir dann tatsächlich irgendwie was anderes überlegen. Und ich bin total froh, weil es macht mich voll happy und ich bin jetzt total, bin total glücklich und finde das mega. Und es macht mir super viel Spaß und es ist für mich jetzt ganz toll, irgendwie wieder so am Start zu sein und was zu veröffentlichen und so. Und finde das echt richtig, richtig mega, mega, mega super und bin sehr, sehr dankbar. Kann ich verstehen. So, es haben sich so ein bisschen die Prioritäten verändert, seitdem man so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, weil man gemerkt hat, die Ruhe ist aber dann doch schon auch ein ziemlich wichtig und ein großer Teil sozusagen davon, dass es einem gut geht. Also mir auf jeden Fall. Das klingt so logisch, dass es wirklich jeder nachvollziehen kann, finde ich. Vielleicht gibt es demnächst auch neue Duette. Kann jetzt schon Lust machen auf die neue Single. Die haben wir zwar heute Morgen schon gespielt, spielen wir aber nochmal. Rasen mähen oder noch was im Garten machen. Das ist ja für viele ist das gar keine Arbeit und gar keine Anstrengung, sondern Entspannung. Schön mal den Kopf abschalten, vielleicht drüber nachdenken, welches Projekt könnte man als nächstes angehen. Selbst auf dem Balkon ist ja immer was zu tun. Ne? Ich spreche aus eigener Erfahrung. Mhm. Ja. Beim Gartenfest rund ums Schloss Wilhelmsthal in Calden in Nordhessen können Sie sich die nächsten Tage so viel Inspiration holen und auch direkt vor Ort. Ich finde ja immer wichtig, dass man Sachen auch mal anfasst und auch mit eigenen Augen sich anguckt, bevor man was macht. Und gerade bei dieser Hitze ist man ja gerne mal im Calden und in Calden erst recht. Und es hat es wegen Corona in dieser Form schon ewig nicht gegeben. Dann auch noch in diesem riesigen, wunderschönen Schlossgarten, wo jetzt überall so kleine weiße Pagoden aufgebaut sind, als hätte sie Jürgen Klinsmann persönlich hingestellt. Wir haben aber bei Veranstalterin Charmaine Heid nachgefragt, was es denn da alles zu sehen gibt beim großen Gartenfest. Wir haben knapp über 170 Aussteller, viele aus dem Gartenbereich, aber natürlich auch Thema Grillen ist ganz groß im Trend, das greifen wir auf, Mode, Accessoires, alles das, was einfach Freude macht. Das klingt gut, oder? Alles, was Freude macht. Nicht nur Blumen, sondern auch die neuesten Grillmodelle zum Beispiel. Und auf 32.000 Quadratmetern im Schlossgarten ist es ja zum Glück auch mit dem Abstand halten relativ einfach. Aber wichtig, Maskenpflicht, klar, gilt natürlich trotzdem. Wenn Sie Infos brauchen und sagen, oh ja, das klingt eigentlich sehr, sehr schön, in Web und App gibt's alles dazu. Und dann viel Spaß, wenn Sie da bis Sonntag vielleicht mal vorbeischauen. Mit den Grillmodellen hast jetzt auch die Männer gekriegt übrigens, Julia. Ja. Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Nicht lieber ein Glas Nutella? Das kann man bei den Temperaturen auch trinken. Ja, viel heiß ist es heute nicht wenig. Stefan, bei dem Wetter verdunsten Kinder ja rückstandslos auf dem Autositz. Die ersten Deutschen flüchten schon zum Abkühlen in die Sauna. Die Würstchen auf dem Grill verbrennen zuerst von oben. Und die Tränen, die man beim Tanken weint, verdunsten schon beim Kullern. Nee, nee, nee.
Einmal die vier und die gehäkelten Topflappenhandschuhe hier. Man kann ja kaum noch das Lenkrad anfassen. Momentchen mal bitte. Stefan, die Aufbackbrötchen muss ich ja nur einmal in die Luft werfen und zack, sind sie fertig. Bei der Polizei sagen sie ja neuerdings Hände unten lassen oder ich schieße. Also der Hitze-Allzeitrekord in Deutschland liegt übrigens bei 40,3 Grad. Dieser könnte diese Woche mit 41 Grad gebrochen werden. Also ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein Eis. Vergiss es, Stefan. Sobald es aus der Truhe genommen hast, ist es flüssig. Dann solltest du vielleicht auch mal in die Truhe hüpfen. Weil es so heiß ist? Nee, du bist überflüssig. Mach 398 Euro. Sammeln Sie 8x4 Punkte, haben Sie eine Rexona-Card oder sind Sie im Flutschfinger-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Dankes Tanke. Täglich bei Hitradio FFH. Und mit allen anderen Highlights im Guten Morgen Hessen Podcast. Bei FFH im Web und in der App. Donnerstag, heißester Tag des Jahres mit 36 Grad. Aber das ist ja die perfekte Temperatur, um unser hochwissenschaftliches, gesellschaftlich enorm wichtiges Experiment anzugehen, ja, ja, Johannes. Wir klären heute früh auf, schmecken Weihnachtsplätzchen eigentlich auch bei 36 Grad im Hochsommer? 36 Grad und es wird nur heiß. Ja, im Dezember bei minus 2 Grad kann das jeder. Da kann ja jeder Waschlappenplätzchen essen. Ich werde mich jetzt mutig aufopfern für dieses Experiment. Ja, danke Johannes. Ja, werde das Recht auf körperliche Unversehrtheit außer Acht lassen. Danke, dass du mich nochmal gezwungen hast, so einen Zettel zu unterschreiben, Julia. Am heißesten Tag des Jahres Weihnachtsplätzchen essen, die gestern am zweitheißesten Tag des Jahres keine geringere als die aktuelle amtierende Europameisterin im Weihnachtsbacken, Julia Nestle, gebacken hat. Erzähl, wie war's? Ja. Hast du wenigstens gelitten dabei? Heiß. Ne? Ja. In der Küche. Ja, leider schien die Sonne durchs Fenster auch in meine Küche rein. Also es waren garantiert 50 Grad dann, als der Backofen an war. Das glaube ich. Und nach dem dritten Blech habe ich gedacht, okay, jetzt reicht's auch mal, weil den Kram muss jetzt auch irgendeiner essen. Butterplätzchen. Oh, Butterplätzchen hat sie gebacken im Bikini. Boah, heftig. Geil, oder? So, Weihnachtsplätzchen. Noch sind ja keine 36 Grad. Es ist ja eigentlich... Und? Mir fehlt ein bisschen die passende Musik. Moment mal. Herrlich. Ja. Also ich habe ja festgestellt, der Geruch von Plätzchen geht definitiv auch bei 35 Grad. Definitiv. Was sagst du? Überhaupt, ich darf nicht reden, während ich, sonst gibt es wieder Zuschriften. Es ist super lecker. So. Aber kann man mal machen, auch an einem Tag, an dem wir 36 Grad erwarten. Jetzt, ne, morgen machen wir einen Glühweintest, oder? Machen wir morgen um die Zeit mal einen Glühweintest? Fände ich super. Dass du alles magst. Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer. Hessen.